Vaters, und er wird wieder erscheinen, zu richten die Lebenden und die Toten. Deshalb hat er die Schlüssel des Totenreichs in den Händen, denn er wird richten. Er wird uns alle nach unseren Werken richten. Die Bibel sagt, wenn Jesus zurückkommt, wird er den Lohn für alle bei sich haben, für unsere Werke. Je nach unseren Werken wird er uns entlohnen. Und bereits der Prophet Jesaja hat von der Göttlichkeit Jesus gesprochen und vorausgesagt, bereits 600 Jahre bevor Jesus auf der Welt war. Denn er sagte, siehe, es wird uns ein Kind geboren und die Herrschaft wird auf seinen Schultern liegen. Und sein Name wird sein Wunderbarer, ewiger Vater, Friedensfürst. Und im Johannesevangelium lesen wir, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott und das Wort wurde Fleisch. Wir haben viele Bestätigungen in der Bibel, dass Jesus nicht nur ein Mensch war und nicht nur Sohn Gottes, sondern dass er Gott im Fleisch war. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, warum sind wir hier? Das Evangelium und die Botschaft des Evangeliums ist doch allen bekannt, ist doch vielen bekannt. Jesus ist als Sohn Gottes auf unsere Welt gekommen und er hat für uns den Preis bezahlt, am Kreuz, mit seinem Tod. Denn die Bibel sagt, der Preis der Sünde ist der Tod. Und wir sind alle in der sündhaften Natur Adams geboren. Die Bibel sagt, standardgemäß dienen alle Menschen dem Satan. Und erst wenn wir uns von Jesus ein neues Herz geben lassen, durch seine Liebe reingewaschen werden und durch das Blut, das er vergossen hat, dann werden wir errettet vom Tod, der uns bevorsteht. Das Problem ist aber, dass dies oft in den Kirchen nicht mehr heute gesagt wird. Und deshalb schickt Gott Botschafter los und er beschult sie mit der Botschaft seines Evangeliums für die fortwährende Verkündigung der evangelischen Botschaft. Wir sind nicht hier, um irgendjemanden zu verurteilen oder euch Angst zu machen. Ja, das kann ich gar nicht. Ich kann mich gar nicht herausheben. Ich bin selbst nicht besser als jeder andere. Ja, ich habe das gemacht, was vor Gott Sünde ist, aber vor den Menschen in der Welt ganz normal ist. Ich habe getrunken, ich habe geraucht, ich bin feiern gegangen. Ich habe alles gemacht, was heute normal ist, aber was fleischliche Gelüste sind. Vor Gott ist dies alles Sünde. Das müssen wir uns klar machen. Gott hat gesagt, Unzucht, Ehebruch und Trinkerei, das ist Sünde vor Gott. Wir sind geboren in der sündigen Natur Adams. Und wir mögen die Sünde. Adam, wir wollen in der wo Sünde. Bist du, Adam? Adam ist hier. Wo bist du? Wir sind alle geboren in Adam. Ja? Und Adam ist zur Sünde geworden. Adam ist in der Sünde, hat die Sünde auf sich geladen und hat sie an uns weitergegeben. Wir können nicht der Sünde entrinnen. Ich kann das nur aus meiner eigenen Erfahrung schildern. Ich habe es versucht. Ich habe 15 Jahre versucht, aufzuhören zu rauchen, aufzuhören zu trinken. Aber irgendwann habe ich mich bekehrt, weil ich wusste, wenn ich so weitermache, dann zerstöre ich mich. Ich zerstöre meinen Körper und meine Seele. Denn die Leere in meiner Seele, die konnte ich mit fleischlichen Gelüsten und mit allem materiellen Zeug, mit dem ich mich umgeben habe, nicht füllen. Ich konnte vielleicht durch meine Sünden, durch meine fleischlichen Gelüste, konnte ich kurzzeitig Freude haben. Ich habe diese fleischlichen Gelüste habe ich genossen. Bin rausgegangen, ich habe mich betrunken, ich habe Frauen abgeschleppt, all das gemacht. Ich wusste, wenn ich mich nicht besser, wenn ich da nicht aufhöre, dann zerstöre ich meinen Körper und ich zerstöre meine Seele. Denn ich habe mich immer sehr schlecht danach gefühlt. Für den Moment hat es mir Freude gemacht, es mir Freude gegeben. Und es war eine Ablenkung von der Leere in meinem Herzen. Denn ich habe immer gesucht nach einer Erfüllung, nach einem Sinn im Leben, den ich nicht gefunden habe. In den Sünden habe ich ihn nicht gefunden. Ja? Und ich habe ihn auch nicht gefunden in materiellen Dingen. Ich habe ihn auch nicht gefunden in Karriere. Diese Liebe, nach der ich gesucht habe, die hat mir Gott gegeben. Wir sind hier, um die Liebe Gottes zu bezeugen. Und Jesus sagte, kommt zu mir,
und ich nehme euer verhärtetes, versteinertes Herz aus eurer Brust und gebe euch ein Herz aus Fleisch und Blut. Und die Bindung an die Sünde wird Vergangenheit sein. Ja? Und ist genau das, was ich erlebt habe. Ich habe erlebt, wie die Bindung an die Sünde von mir genommen wurde. Denn alle Menschen sind gebunden an der Sünde. Ich konnte es nicht allein schaffen. Aber die Bibel hat gesagt, wenn du in Jesus Christus bist, dann bist du eine neue Schöpfung. Alles Alte wird vergangen sein und siehe, es ist alles neu geworden. Und genau das habe ich erlebt. Und alle Wünsche nach einer Bestimmung in unserem Leben, die wir nie erfüllt haben, die hat Gott schon für uns vorgezeichnet. Gott hat den Weg für uns vorgezeichnet. Er gibt uns diesen Weg, diese Erfüllung. Die kann uns nur Gott geben. Jesus hat gesagt, der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu töten. Der Dieb ist der Feind, der uns die Sünden in unser Herz legt und der dafür sorgt, dass unser Herz versteinert. Versteinert gegenüber Gott, gegenüber seiner Liebe und auch gegenüber der Liebe zu den Mitmenschen. Denn in der Bibel steht, in den letzten Tagen werden schwere Zeiten auf die Menschen zukommen. Die Menschen werden eigensüchtig sein. Sie werden sich andere Lehrer suchen. Sie werden ihren Ohren von der gesunden Lehre abwenden und sich den Fabeln zuwenden. Genau das ist das, was wir heute sehen. Und dieses versteinerte Herz, das uns dazu bringt, immer mehr Sünden zu tun. Ihr müsst euch das so vorstellen, wenn ein Bauarbeiter Steine klopft oder ein Holzfäller Bäume fällt, dann hat er am Anfang die Hände kaputt. Ja, es tut ihm weh. Aber nach einer Zeit bekommt er Schwielen und er merkt das nicht mehr. Genauso ist es mit uns, mit unseren Sünden. Wenn wir einmal betrügen, haben wir ein schlechtes Gewissen. Aber wenn wir das ständig machen, wenn wir daraus ein Geschäft machen, dann merken wir das irgendwann nicht mehr. Ja? Und das verhärtet unser Herz. Und deshalb hat Gott gesagt, das hat er schon seinem Propheten Hesekiel gesagt, macht euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Denn ich habe keinen Gefallen am Tod des Frevlers. Ich möchte, dass der Frevler lebt, sich bekehrt und lebt. Und Jesus hat gesagt, wenn ihr zu mir kommt, dann nehme ich das versteinerte Herz aus euch heraus und gebe euch ein Herz aus Fleisch und Blut. Das Problem ist aber, dass Gott nicht nur ein Gott der Liebe, sondern auch ein Gott des Zorns ist. Die Bibel sagt, Gott ist zornig auf die Frevler an jedem Tag. Das heißt, jeden Tag, an dem wir weiter in unserer Sünde leben, wird Gott zorniger auf uns. Der Zorn Gottes wächst. Im Römerbrief steht, weißt du nicht, dass du in deinem verstockten und versteinerten Herzen dir den Zorn Gottes anhäufst? Gott ist zornig auf die Frevler an jedem Tag. Und sein Zorn wächst. Und dieser Zorn wird irgendwann ausgegossen. Und so steht es in der Bibel. Wir sind nicht hier, um euch Angst zu machen, aber um euch aufzuklären. Ja? Ich möchte, dass ihr das wisst. Und wenn ihr könnt das ablehnen oder ihr könnt sagen, mich interessiert das nicht. Aber wichtig, um eine Entscheidung für oder gegen Gott zu fällen, muss man erst im Besitz der Information sein. Und das ist das, was die Bibel uns sagt. Gott ist zornig auf die Frevler. Jesus hat gesagt, jeder Baum, der keine guten Früchte bringt, wird abgeschlagen und ins Feuer geworfen. Und dieses Feuer, damit ist die Hölle gemeint, die ist ewig. Die Bibel sagt, so wie es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben und danach sofort das Gericht. Das Gericht bedeutet, der Zorn Gottes wird ausgeschüttet. Entweder am Tag des jüngsten Gerichtes, wenn hier alles untergeht, oder bei unserem eigenen Gerichtstermin, wenn wir einst selbst vor Gott stehen. Auch dann wird der Zorn Gottes über uns ausgegossen, wenn wir keinen Erlöser haben. Denn die Bibel sagt, wir sind alle Sünder. Es gibt keinen, der ohne Sünde ist. Denn alle sündigten und ermangeln der Herrlichkeit Gottes. Die Herrlichkeit Gottes, das ist der Standard, nach dem wir gemessen werden. Jesus hat gesagt, wenn ihr mich liebt, folgt ihr meinen Geboten. Ja, das heißt, alle, die zu ihm kommen, sind auch aufgefordert, die Gebote zu befolgen. Ansonsten
setzen wir uns dem Zorn Gottes aus. Unser eigener Gerichtstermin. Stellt euch das mal so vor. Viele, mit denen ich über Gott spreche, die sagen, ja, wenn es einen Gott gibt, dann werde ich schon in den Himmel kommen, weil ich habe niemanden erschlagen und ich habe auch keine Bank überfallen und ich bin ansonsten ein ganz passabler Mensch. Ich habe auch vielen geholfen. Das Problem ist aber, Gott richtet nach seiner Gerechtigkeit. Im Psalm 9 steht, er richtet den Erstkreis mit Gerechtigkeit. Und Gottes Gerechtigkeit ist unumstößlich, ist ewig und universell. Sie ändert sich nie, denn Gott ist der gleiche früher, heute und in alle Ewigkeit. Und deshalb hat Gott gesagt, bekehrt euch. Bekehrt euch von euren bösen Wegen, sonst werdet ihr verloren gehen. Das steht im Lukas Kapitel 13, Verse 3 bis 5. Bekehrt euch von euren Wegen, tut Buße, sonst werdet ihr alle verloren gehen. Das hat Jesus gesagt. So, jetzt steht ihr vor Gericht. Und der Richter sagt, du hast die Steuern hinterzogen und deshalb bestrafe ich dich. Ich bestrafe dich nach dem Gesetz, das hier gilt. Und dann sagt ihr, ja, aber Moment, Herr Richter, das können Sie vergessen, weil ich bin eigentlich ein guter Mensch. Ich habe viel gespendet an wohltätigen Organisationen und ich habe vielen Menschen geholfen. Also das wiegt das ja auf. Was würde der Richter sagen? Würde der Richter sagen, ja gut, dann können Sie gehen? Nein, natürlich nicht. Er richtet nach dem Gesetz. Der wird Ihnen sagen, Sie können noch so viel Gutes getan haben, aber Sie haben hier das Gesetz gebrochen und deshalb werden Sie bestraft. Und genauso richtet Gott. Wenn wir denken, wir sind gute Menschen und wenn es Gott gibt, dann werden wir schon vor dem Gericht Gottes bestehen. Dann seid ihr falsch informiert, denn die Bibel sagt, es gibt keinen, der ohne Sünde ist, nicht einen. Denn alle sündigen und ermangeln der Herrlichkeit Gottes. Denn was ist Sünde vor Gott? Lüge zum Beispiel. Alle haben wir schon mal die Unwahrheit gesagt. Oder Lästerei. Wir haben alle schon mal über jemand anders was Schlechtes gesagt. Oder Unzucht. Das ist eigentlich die Sünde, an der alle Menschen gebunden sind. Ja? Wir haben alle unzüchtige Gedanken. Und Jesus hat die Gebote sogar noch verschärft. Viele glauben, Jesus ist gekommen, um Liebe und Frieden und Vergebung zu predigen. Das ist auch richtig. Aber er hat gleichzeitig sogar die Gebote verschärft. Er hat gesagt, wenn du mit Lust auf eine Frau schaust, dann hast du schon Ehebruch im Herzen begangen. Das heißt, wenn wir uns vorstellen, mit einem Menschen sexuellen Kontakt zu haben, nur indem wir auf ihn blicken oder wenn wir unreine Filme im Internet sehen, dann brechen wir schon das Gesetz Gottes. Sobald wir lügen, brechen wir das Gesetz Gottes. Sobald wir über jemand anders was Schlechtes sagen, brechen wir das Gesetz Gottes. Sobald wir jemand anders beneiden, brechen wir das Gesetz Gottes. Jesus hat gesagt, die schlechten, die bösen Gedanken, das Böse kommt aus dem Herzen der Menschen. Die bösen Gedanken des Hasses, der Gewalt, des Ehebruchs, der Verleumdung. All das sind Gedanken, die aus dem Herzen der Menschen kommen. Deswegen macht euch ein neues Herz. Kommt zu mir, kommt zu Christus. Er wird euch ein neues Herz geben. Er hat versprochen, euer versteinertes Herz aus euch herauszunehmen und euch ein Herz aus Fleisch und Blut zu geben. Und dieses Herz brauchen wir, um von der Bindung an die Sünde gelöst zu werden. Gott richtet gerecht nach seiner Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit Gottes ist unumstößlich. Sie ist ewig und universell. Sie ändert sich nie. Er hat uns die Gebote gegeben. Wenn du Ehebruch begehst, hast du das Gebot verletzt. Wenn du die Frau deines Nächsten begehrst, hast du ein Gebot verletzt. Und der Preis der Sünde ist der Tod. So steht es im Römer Kapitel 6, Vers 23. Der Preis der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist ewiges Leben. Jetzt stellen wir uns nochmal vor, wir stehen vor Gericht und wir werden verurteilt für ein Verbrechen, das wir hier begangen haben. Zum Beispiel Steuerhinterziehung. Der Richter verurteilt uns zu 90 Tagessätzen von 20 Euro oder irgendwas.
Ich kann nicht sagen, ansonsten habe ich mich aber gut aufgeführt, also muss mir doch die Strafe erlassen. Nein, es wird nach dem Gesetz geurteilt. Genauso geurteilt urteilt Gott. Aber Jesus Christus ist gekommen, um für uns den Preis zu bezahlen. Und das ist das, was viele Christen auch nicht verstehen. Warum musste denn der Sohn Gottes so brutal am Kreuz sterben? Das Problem ist, der Preis der Sünde ist der Tod. Und Jesus hat den Tod für uns am Kreuz bezahlt. Wenn wir vorm Richter stehen, hier auf der Erde, und da kommt jemand, ein Freund, und sagt, ich zahle diese 90 Tagessätze für denjenigen. Was sagt der Richter? Du kannst gehen. Deine Strafe ist bezahlt. Genauso handelt Gott im Himmel. Wenn wir uns auf Jesus Christus beziehen, denn er war der einzige Mensch, der ohne Sünde gelebt hat. Es konnte kein Makel an ihm gefunden werden. Wenn wir ihn annehmen als unseren Herrn und Erlöser, dann wäscht er uns rein. Und er sagt, Vater, lass ihn rein, denn er bezieht sich auf mein unschuldig vergossenes Blut. Ich habe die Strafe, den Preis bezahlt, den er für seine Schuld hätte bezahlen müssen. Bei Gott gibt es leider nur eine Strafe. Sobald wir eine Sünde begehen, ist die Strafe immer die gleiche, der Tod. Der Preis der Sünde ist der Tod. Das steht im Römerbrief. Ja, das ist leider vielen nicht bekannt. Viele denken, ja, es gibt aber lästliche Sünden und es gibt Todsünden. Aber die Bibel macht da keinen Unterschied. Da steht Lästerei und Mord direkt in einem Satz zusammen. Weißt du nicht, dass Lästerer und Lügner und Mörder niemals das Reich Gottes sehen werden? Genauso wie Trinker und Unzuchttreibende und so weiter. Ja? Lästerer und Mörder ist für Gott das Gleiche. Denn was passiert, wenn wir über jemanden lästern? Das ist ja Rufmord. Ja? Das ist für Gott genauso schlimm. Das heißt, wenn wir eine Sünde tun, dann haben wir das Gesetz verletzt, dann sind wir Sünder vor Gott und der Preis eines jeden Sünders ist der Tod, der ewige Tod. Wir sprechen hier über den ewigen Tod. Das heißt, wenn wir vor Gottes Gericht stehen, dann kann er nur entscheiden, entweder nach oben oder nach unten. Es gibt auch keinen Ort der zweiten Bewährung. Gibt kein Fegefeuer, wie die katholische Kirche sagt. Steht nichts von in der Bibel. Wir erzählen Ihnen heute nur, was in der Bibel steht. Und nichts von eigenen, selbstgemachten Doktrinen, die verschiedene christliche Denominationen in Umlauf gebracht hat. Zum Beispiel auch Zeugen Jehovas, die nicht glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der einzige Sohn Gottes, sondern sie glauben, dass Jesus eine Art Engel ist. Und Mormonen glauben ebenfalls nicht, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Ja? Aber es steht ganz deutlich in der Bibel, sag uns, ob du der Sohn Gottes bist. Darauf sagte Jesus, so ist es. Ihr sagt es, ich bin es. Ja? Jesus hat für uns den Preis bezahlt und er ist der Einzige, der für unsere Schuld gesühnt hat, mit seinem vergossenen Blut am Kreuz. Ist der Einzige, der uns helfen kann, ist der einzige Retter. Denn es gibt keinen anderen Menschen, der ohne Sünde war. Denn alle sündigten und ermangeln der Herrlichkeit Gottes. Die Herrlichkeit Gottes ist aber der Standard, nach dem wir gemessen werden. Denn Gott im Himmel ist heilig und rein. Und der Himmel ist heilig und rein. Und wir, wenn wir sündigen, sind unrein. Und Gott kann niemanden, der unrein ist, in den Himmel lassen. Und deshalb gibt es nur eine Möglichkeit, entweder wenn wir nicht in den Himmel kommen, dann kommen, müssen wir nach unten. Und Gottes große Gnade, Gott ist so gnädig, dass er gesagt hat, ich gebe euch meinen einzigen geliebten Sohn, dass jeder, der an ihn glaubt und an sein unschuldig vergossenes Blut glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Halleluja. Gepriesen sei der Herr.